Bevor es mit dem Video losgeht, habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Ankündigung. Und zwar läuft aktuell, ich glaube, das wohl krasseste Giveaway, was ich persönlich je gemacht habe. Und zwar verlose ich nämlich aktuell den neuen Travis Jordan Low Olive. Aber nicht nur den, sondern ihr könnt jeden Travis Jordan Low gewinnen, den es gibt. Das heißt, der OG, der Mokka, der Fragment, der Schwarze und auch eben der Olive. Alle fünf könnt ihr in eurer Wunschgröße gewinnen. Und das Einzige, was ihr machen müsst, die aller einzige Sache, ist diesem Account hier unten eingeblendet auf Instagram zu folgen. Ich will noch nicht so viel dazu sagen, aber ich denke, ihr könnt euch wahrscheinlich alle denken, was das auf sich hat. Das wär's. Viel mehr gibt es nicht zu machen. Nur dem Account auf Instagram folgen. Am Mittwoch, dem 17.05. wird unter allen Abonnenten einer ausgesucht, dass ich einen Travis Jordan Low in seiner Wunschgröße aussuchen darf. Macht gerne mit und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem wunderschönen Highlight-Kanal. Und zwar, ihr wisst, was es heißt, jetzt beim Titel, dann habt ihr schon gesehen. Wir gucken uns jetzt wieder die Community Latest Pickups an. Ich weiß nicht, warum ich ein Messer in der Hand habe. Kommt weg. Ihr habt mir im Discord eure LPUs geschickt. Ihr kennt das Ganze. Discord-Link in der Videobeschreibung. Gerne reinjoinen. Gerne eure Latest Pickups reinschicken oder auch andere Sachen. Wir haben ja ganz, ganz viele verschiedene Chats. Auch Outfits und Roomtouren, was weiß ich. Ihr kennt die Videos ja. Lasst noch nach oben da. Abonniert diesen Kanal kostenlos. Ich weiß, ihr folgt alle nicht, aber guckt die Videos. Macht's einfach. Wir legen los. Kuss an den Chat, der gerade am Start ist. Und viel Spaß. Wir fangen an. Hier ist der Community-LPU-Ordner. Wir haben letztes Mal, ich glaube, hier aufgehört. Deswegen machen wir jetzt hier weiter und starten direkt mit drei sehr, 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 sehr schönen Latest Pickups. Und zwar nämlich einmal zwei Systemic-Gürtel. Aber die sind, glaube ich, nicht beide gedroppt bei dem Permanence-Drop, oder? Ich glaube, nur der ist gedroppt, oder? Aber ich finde die beide sehr, sehr cool. Sehr geile Farben, geile Schnalle. Feier ich, würde ich 1 zu 1 so tragen. 110 Euro geht auch vollkommen klar, finde ich. Und hier, was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Banger. Sehr, sehr starke LPUs. Würde ich alle drei selber so rocken. Noch ein Gürtel. Clean. Returnity Gürtel. Und Returnity Tote Bag. Die habe ich auch. Den Gürtel habe ich nicht. Die habe ich auch. Die ist sehr cool. So eine nicht Suede Optik, aber die, wie soll ich sagen, ach, die hat eine geile Optik. So. Aber ich, beides sehr cool. Sind das Air Force von Mischief oder sind das eigene Schuhe von Mischief? Wisst ihr das? Habe ich noch nie gesehen, die Schuhe. Aber die sehen sehr, sehr cool aus. Die sehen sehr, sehr cool aus. Eigene. Ah, okay. Wisst ihr, was die kosten? Weiß man, was die kosten? Aber die sehen cool aus. Ist halt eine Air Force Abklatsch, ne? Genauso wie hier Babe Stars und keine Ahnung. Aber die sehen nice aus. Size 11, 194. Oh, okay. So, okay. Ich habe gedacht, die werden sogar teurer jetzt. Aber es geht ja sogar. Also klar, ist ein bisschen teurer, aber sehr, sehr cooler Air Force Alternative. Was heißt Alternative? Die sind sogar cooler als Air Force. Sehr geil, feier ich. Noch nie gesehen. Oh, okay. Was haben wir hier? Prada-Hemd, sieht crazy aus für den Sommer. Sehr geile Farben. Mit diesen Blumen drauf, sehr geil. LV-Trainer in Weiß, auch clean. Heide Ackermann-Zipper ist... Ja, ist halt Heide Ackermann. Soll ich sagen, ist ein schwarzer Zipper. Vom Ding her ist der nicht krass. Heide Ackermann ist halt Heide Ackermann und ist halt teuer und keine Ahnung. Aber könnte auch ein Zipper von Uniqlo sein vom Ding her. Deswegen würde ich mir selber nicht ziehen. Und das kenne ich gar nicht. Masson Francis Kurdjian. Ich weiß bis heute nicht, wie das ausgesprochen wird. Also ich kenne die Brand. Natürlich wegen auch Baccarat Rouge und sowas. Aber was ist das? Grand Soir? Ich kann kein Französisch. Grand Soir? Kennt den Duft jemand? Hat den jemand von euch? Hat den schon mal gerochen? Ich kenne ich nicht. Noch nie gerochen. Grand Soir. Weiß ich nicht. Aber ansonsten, Prada-Hemd würde ich 1-1 so tragen. Sehr, sehr cooles Pickup. Schuhe auch cool. Safe, kann man immer tragen. Jacke ist halt, finde ich, unnormal überteuert. Und den kenne ich nicht. Ja, MFK ist mir schon klar. Aber ich weiß nicht, ich check nicht. Also ich hatte auch nie Französisch. Masson Francis Kurdjian. Keine Ahnung. Den kann man nicht mehr kaufen. Ach, okay. Grand Soir. Okay. Rosig. Mhm. Interessant. Muss ich vielleicht mal abchecken. Sehr cool. Coole Pickups. Atelier Rupin, Shirt für ein Drizzy. Boah, für ein Drizzy? Wann gab's denn da T-Shirts für ein Drizzy, Alter? Cooles Shirt auch. Nice, Steel Hunter. Geil. Form Runner im Sun Colorway, habe ich auch. Barber Schuhe. Und ich habe auch jetzt erst wieder vor kurzem gemerkt, Form Runner, super. Super Investition. Wirklich unnormal geile Treter. Seitdem ich die habe, ich habe die gefühlt jeden Tag an. Die sind unnormal gemütlich, die sehen immer unnormal cool aus. Sehr geiles Ding. Ich bin sehr froh, dass ich die gekauft habe. Deswegen Glückwunsch dazu. Feier ich. Clean Air Force und Yeezy Slides. Ja.
clean. Yeezy Slides, finde ich, gibt es stärkere Colorways, aber ist egal, weil es sind eh nur Hausschuhe, die sind, also Yeezy Slides, mark my words, beste Hausschuhe, die es gibt. Es gibt keine besseren Hausschuhe als Yeezy Slides. Yeezy Slides sind die gemütlichsten Teile, die ich je in meinem Leben anhatte. Ich hatte noch nie was Gemütlicheres an. Deswegen von mir dicke Empfehlung. Air Force sowieso. Ist das Racer Worldwide? Ich glaube schon, ne? Weiß das jemand von euch? Ich glaube, das ist Racer Worldwide, oder? Sehr geile Denim. Natürlich nichts für den Alltag. Würde ich jetzt, glaube ich, selber... Weiß ich nicht. Aber die sieht sehr cool aus. Feier ich. Da gibt mir so ein bisschen No-Face-Vibes irgendwie. So mit diesem abgefuckten und außergewöhnlichen und so. Ich fühle die. Coole Jeans, auch coole Waschung. Boah. Also wenn die legit sind, wovon ich ausgehe auf dem Bild, die sind so selten, ne? Die sind so selten. Generell, die CPFM Air Force in Farben, ne? In Rot, in Gelb, in Orange, in Grün. Die sind so selten, aber die sind so, so krass. Bro, wenn das hier eine 44 ist und du die verkaufst, schreib mir. Guck mal, die Reactions, Digga. Crazy. Unnormal krass. Grail. Also, was heißt Grail? Ich will die jetzt nicht unbedingt haben, aber die sind schon cool. Jorts. Habe ich gestern schon ein bisschen gesagt. Ich weiß bis heute nicht, was ich von Jorts halten soll. Sind halt mega im Trend. Ich persönlich fühle mich irgendwie nicht wirklich wohl. Also, ich habe auch gar keine, fällt mir auf. Aber ich habe schon mal eine angezogen und da habe ich mir so gedacht, weiß ich nicht, bin ich das? Keine Ahnung. Mal gucken, was diesen Sommer passiert. Vielleicht habe ich auch diesen Sommer eine Jorts. Ich weiß es nicht. Aber noch bin ich so ein bisschen zwiegespalten, sagen wir es mal so. Wenn es einen Schuh gibt, den ich dieses Jahr nicht mehr sehen kann, ist es der Sportlehrer-Vibes. Kennt ihr diese Sportlehrer? Wenn die so zur Halle gekommen sind, hatten die immer so Schuhe an. Also auf jeden Fall meine Sportlehrer. Die hatten so eine Trackpants an, dann so solche Schuhe, so slimme, komische Essex oder so, was auch immer das ist. Ich schwöre, das hatte mein Sportlehrer immer. Aber, feier ich nicht so die Schuhe, weiß ich nicht. Was haben wir denn für Valentino? Boah, die Peso-Denim ist krass. Keine Frage, die Peso-Denim ist sehr, sehr krass. Feier ich extrem. Rare Humans-Jacke. Boah, ist okay. Ist okay. Die Hose ist krass. Hose best pickup safe. Hose sehr cool. Fragment, weiß jemand, wie die hier heißen? Ich habe den Namen nicht im Kopf. Die sehen cool aus. Seit langem mal wieder Vierer, die ich sehr geil finde. Fragments muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Krasse Schuhe. Seacraft. Craft, okay. Der ist geil. Cooler Vierer, safe. Nice, W. Nochmal Atelier Rupa, selbes Shirt. Für ein Drizzy, W. Ah, hat jemand einen Bearbrick gekauft. Und guckt währenddessen mein YouTube-Video. Oder mein Stream. Dem kann ich nur ein W geben. Auch wenn ich meine, es gibt coolere Bearbricks. Wobei, Joe Cool ist schon cool. Joe Cool ist schon cool. Doch, cool. Sehr cool. One Piece Funko. Digga, ich will mir auch diese Funko holen oder Funko oder wie auch immer. Ich will auch davon ein, zwei Stück haben für meine Vitrine. Aber halt nicht One Piece. Ich bin nicht im One Piece Game. Aber cool. Nee, oder? Ah, nee, das ist im Laden. Sehe ich doch von hier. Da ist ein Preis. Oh, 1-2, Digga. Boah. 1-2. Aber, kleine Story dazu. Morgen kommt das Ding bei mir an. Morgen habe ich den. Also ich bin leider morgen nicht zu Hause. Ich bin ja in Oldenburg. Aber dann am Freitag oder am Samstag werde ich ihn auspacken. Da habe ich den. Bin ich gespannt, Alter. Oh, Goya Pickup. Ich weiß nicht was. Für ein Taui. Was kann das sein? Kulturtasche kann das sein. Es kann sogar die Bag sein, die ich habe. Das kann die auch sein vielleicht. Ich weiß, oh, kann ich das am Preis schlecht sehen. Kann vieles sein. Aber cool, Goyard, weh. Erige aller Echte. Kulturbeutel habe ich. Ah, okay. Boah, welchen hast du geholt? Hast du diesen dicken geholt? Oder hast du diesen langen geholt, den ich habe? Oder hast du diesen dicken geholt? Weil der dicke ist auch sehr, sehr krass. Welche Farbe hast du geholt? Sag bitte W. Sag bitte. W fuckt ab. Sorry, sag ich jetzt W. Sorry. Dunkelblau. Cool. Sehr cool. Air Max, nicht so meins. Sag ich ehrlich. Mini Bearbricks. Der sieht geil aus. Der gefällt mir. Die sind nicht so meins. Mit Jelly Beans auch ganz cool. Der sieht geil aus. Moskets Fleece. Fast gedacht, es wäre ein Systemic Fleece. Nein, nur Liebe für Moskets. Ne? Ich bin ein treuer Moskets Supporter. Ich feiere die auch sehr. Aber die Fleece fand ich ein bisschen drüber, sag ich ehrlich. Deswegen runter. Wobei, die ist cool. Das ist eine gute Fleece. Aber ich finde es halt ein bisschen ehrenlos Systemic gegenüber. Sag ich euch ehrlich. Finde ich ein bisschen zu krass Ripoff. Aber ja, trotzdem eine coole Fleece.
Peso Wave in einem Wash Blue lang auf meiner Wunschliste. Haben wir eben schon gehabt, Hammer Jeans. Das ist, glaube ich, mit einer der besten Jeans, die Justin je gemacht hat. Safe. Die sind auch sehr cool, New Balance, ja, safe. Oh, falsch, so. Oh, Systemic Fleece. Digga, ich glaube, er geht auf Bergsteigung. Salomon Schuhe, eine Oakley Brille und eine Arc'teryx Jacke. Jetzt fehlt noch irgendeine Cargo-Hose oder so. Dann geht's ab zum Wandern. Aber cool, Systemic Fleece, Hammer, Hammer. Jacke nicht so meins, Schuhe auch nicht so meins, Oakley Brille ganz cool, aber Fleece, Hammer. Ich habe noch nie gesehen, seit wann gibt's denn Ringe mit einer Uhrenfunktion? Hab ich noch nie gesehen. Hä? Wie krass. Uhrenringe, sehr krass. Hat Julius auch mal in dem Video gezeigt. Fand aber cool, ich hab ich noch nie gesehen. Lava! Die gibt's wieder in Roermond? Digga, ich war die letzten 5 Mal in Roermond, da gab's die nicht. Card VIP Cargo, Goat. Mama mal Love Zipper, sieht cool aus. Oh, auf L gedrückt. Das ist ganz cool. Okay, Trend Vision Jacke, Hammer. Trend Vision Hoodie, Hammer. Stussy, boah, die sind auch cool. Also ich bin, glaube ich, nicht so der Bomberjacken-Fan. Ich weiß nicht. Bomberjacken bin ich nicht so, ist nicht so mein Vibe aktuell. Aber die sieht cool aus. Muss man angezogen sehen. Baggy Denim Jorts oder Shorts. Ja, hab ich eben schon was dazu gesagt. Desert Boots. W. Desert Boots, cool. Ringe auch. Wie gesagt, ich bin halt gar nicht der Ringe-Typ irgendwie. Aber sehen cool aus, safe. Returnity-Gürtel, cool. Systemic Fleece auch. Digga, ich will gar nicht wissen, wenn die Jacke verschickt wird. Ich glaube, die ist sogar schon verschickt. Ich will nicht wissen, wie oft ich die ab jetzt auf den Straßen sehen werde, ne? Jetzt, wo dieser Pre-Order... Also, es war kein Pre-Order, wo dieser... Wie heißt es? Permanence Release war. Digga, ich glaube, die wird jetzt so ehrenlos sein. Die wird man so oft sehen. Was sind das denn das für Cinity-Schuhe mit der Dings? Oder was ist das? Vintage Arts Milan feiere ich. Für den Sommer cool. Superstars. Die habe ich schon mittlerweile mitbekommen. Die kommen irgendwie auch wieder ein bisschen, ne? Also ich sehe immer mehr Leute mit Superstars irgendwie. Ich glaube, die kommen wieder so ein bisschen. Hose auch cool. Oder sind das die Schuhe? Ja, alles nicht so mein Style. Aber es gibt Leute, die das fühlen. Ich check den Vibe auch mit diesem Vintage und so. Deswegen safe cool. Safe cool. Da geht auch jemand wandern. North Face Jacke. North Face Bag oder Slingbag, was auch immer. Und Ralph Lauren Softshell Jacke. Okay. Ja. Jordans. Cool. Oh, der ist geil. Goyard Portemonnaie. Das Ding ist, ich bin halt unnormaler Goyard Fan. Schon seit, keine Ahnung, Jahren. Seit 2017 oder so. Und grau. Mein Favorite Colorway. Grau ist der schönste Colorway, finde ich. Deswegen habe ich auch alles in Grau. Creed Duft. Aventus, Legende. Jordan 1er bin ich nicht mehr so. Der weiß ich nicht. Transvision und. Cool. Cool Pickups. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich so eine Oversized Cargo Shorts persönlich auch ein bisschen cooler als eine Jords. Weiß ich nicht. Aber ich werde mir eh am Ende des Tages eine Jords holen und am Ende auch eine Cargo Shorts holen. Dann werde ich sehen, was mir mehr gefällt. Momani More Love Shirt. Ja. LV Trainer haben wir eben schon gehabt. Basic in Weiß. Kommt cool, aber wäre mir persönlich viel zu. Oh. Boah. Bro. Wenn du mir die hier verkaufst, ne? Solltest du das Video hier gerade sehen und das ist eine 44 oder eine 44,5 oder keine Ahnung, du verkaufst die. Bitte schreib mir bei Instagram. Akimbo. Boah, ich bin gar kein Fan von Akimbos, ne? Ich feiere die gar nicht. Also irgendwie. Bin ich nicht so der Fan von. Der ist cool, den habe ich auch, der ist cool. Oh, Babrick, 400%. Ah, das ist der mit den Katzen drauf, ne, ja. Haben wir noch viel? Digga, ich schicke so viel LPUs immer rein, ne. Wow. Travis Mockers, wie ich finde, einer der besten Travis Jordans, sehr gut. Die sehen auch cool aus mit der Cream Soul. Tissot-Uhr, clean, cool. Das sind das Doc Martens, okay, und das ist... M140420, kenne ich nicht. Nicht so meins beides, nicht so meins. Transvision Cargo, cool. Schwarze Superstars auch nicht, gar nicht meins. Also in Weiß mittlerweile kann ich sagen, okay, ja, aber schwarz, Bro, bin ich raus. Ich würde sagen, ich finde den Boot sogar ganz cool. Ich finde den cool. Barberhosen, würde ich beide tragen. Geil. New Balance, cool. Was ist das hier? Kenne ich nicht. Was ist das? Peakes? Ja, hat sogar was. Es wäre mir persönlich ein bisschen zu verspielt, aber hat was. Schwaffs Wave Denim? Was ist Schwaffs?
noch nie gesehen. Oder Schwaffs, keine Ahnung, Schwaffs, nie gesehen. Aber die ist cool. Die ist cool, safe. City of Stars, noch nie gerochen. Aber LV dürfte, oh, das ist auch cool. ADR, von ADR, okay. Aber LV dürfte eigentlich enttäuschen, nie. Die sind immer, erledigen eigentlich immer einen guten Job. Was ist das für eine Hose? Die sieht ja geil aus. Was ist das hier für eine Brand? Weiß das jemand? Sieht cool aus. Ah, Schuhe, nicht so, ah, Schuhe sind nicht so meins. Dann in Jorts verliebt. Nee, die hat aber eine geile Waschung. Ich feier die. So mit diesem Split hier und so, die sieht. Aber keiner weiß, glaube ich, im Chat. Schade. Schade, schade, schade. Die sieht cool aus. Ah, da hat jemand einen Travis Jordan bestellt. Aha. Mit Exclusive Access. Aha. Oh, oh, okay, okay, jetzt geht's ab. Jetzt, oh, jetzt kommen die ganzen Leute. Leider nur 38,5, leider nur 38,5, geil. Oh. Ja, das haben wir gerade auch gehabt. Das haben wir eben ausgepackt. Das haben wir eben ausgepackt und das haben wir eben ausgepackt. Nice. Die ist auch crazy, ne? Ich finde, Louis macht so einen krassen Job, ne? Also Louis ist echt ein Goat, was das betrifft. Der Typ ist so ein Macher. Wirklich, ich feiere ihn. Ich feiere auch No Face. Das ist gar nicht so mein Vibe so, ist auch nicht so mein Kleidungsstil unbedingt. Aber die machen sehr, sehr viel richtig, sehr viele krasse Sachen. Wirklich, fühle ich. Wohnung brauchte Upgrade. Ja, nice. Einfach eine Couch im LPU drinne. Wichtig. Matteo, du Keck, ich hab doch geguckt, ich hab kein Early Access bekommen. Ich hab doch hier gerade offen. Was soll ich machen? Hier ist nichts. Cortez, Hose und Hoodie. Mhm. Und fällt der Name gerade nicht ein. Aber die Schocks, sind das Schocks? Ich glaube Schocks, ne? Ah, nicht so meins, nicht so meins. Sneaker Apex? Was sind aber Apex für Schuhe? Ist das Represent Apex? Ist Represent Apex oder was ist Represent? Was ist Apex? Ja, Represent, ich seh's gerade schon. All Black Schuhe, ja, catch mich jetzt nicht so. Geht so. Und Statement Hoodie in Schwarz. Kostet, glaube ich, 40 Euro oder so. Fit gut, Quali gut. Sieht cool aus. Backprint finde ich nicht so geil. Ich hätte Backprint weggelassen. Ich bin eher Fan von den Basics. Aber, ja, nice. Cool. Und das wären die LPUs. Wir sind am Ende. Sehr, sehr viel geiler Stuff dabei. Muss ich ehrlich sagen. Alles Mögliche war dabei. Feier ich. War eine gute Episode. Ich merke, ihr kauft bewusst ein. Ihr habt gute Pickers am Start. So, das wär's. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein und